Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Was haben wir noch für Fragen? Madam President! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß wir ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen. Ich mag sie nicht. Aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Bitte! Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere ID-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Ah, das ist wichtig. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Danke. Das wäre alles. Zumindest haben wir das noch jetzt mit drin. Die öffentliche Meinung. Ja, willkommen zurück. Oder mittendrin. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich schneide und wo ich bin. Hier führt gerade eins zum anderen und ist einfach nur noch heftig. Connor Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Okay. Bitte sehr. Das wird jetzt spannend. Nicht herausgekommen, dass er ein Abweichler ist. Man hat nicht gemerkt, dass er da in dem Schiff war, mitgeflohen ist, mitgekämpft hat. Gar nichts. Das ist gerade ein bisschen seltsam für mich. Es ist sehr seltsam. Sehen wir überhaupt Hank nochmal? Ich frage mich das schon die ganze Zeit, ob wir Hank nochmal wiedersehen werden. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Ah, sie trauen niemandem mehr. Auch Connor nicht mehr. Ja, das macht es um einiges schwieriger hier. Identifiziert. Agent 72 identifiziert. Sie sind abgeschlossen.
Cool. Ja, ja, ich komme ja schon. Oh mein Gott, hier sind ja so viele Androiden. Wir interessieren uns nicht dafür. Wir dürfen uns dafür jetzt erstmal nicht interessieren. Sehr viele Wachen. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Wir müssen also auf 49. Hey, nicht anfassen. Ausführen. Wow. Connor. Holla. Na dann. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Oh, Connor. Puh. Erster Punkt abgeschlossen. Connor fährt auf Ebene minus 49. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Okay, dann los. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Bist du ein Androide? Nimm die Waffe mit. Tara, nimm die Waffe mit. Nimm die Waffe mit. Ja? Na komm. Lass uns gehen. Wir müssen uns verstecken. Nein! Tut sie mir nicht! Was sollen wir jetzt tun? Wir können nichts tun. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere den verdammten Arsch ab. Das sind Wochen. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Da drüben.
Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Dann versuchen wir, Lisa zu retten. Okay, gehen wir. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt die falsche Entscheidung war. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Komm schon, wir müssen weg. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Nein. Wir müssen warten, bis niedriges Risiko steht. Wir können nicht bei hohes Risiko laufen. Das hatten wir schon das eine Mal. Das ist sehr, sehr traurig, wie viele Androiden hier sterben müssen, obwohl viele davon halt überhaupt nichts damit zu tun haben. Sondern Bus. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Umweg? Riskant, 3 Minuten. Der letzte Bus fährt in 9. Und wir haben nur noch 9, also müssen wir da lang. Wir haben keine andere Wahl mehr, wir waren zu langsam. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Er ahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren.
Oh mein Gott, mit dem Gedanken von Luther im Kopf. Wow. Ich dachte jetzt echt, die schießen. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Hm. Natürlich passiert etwas in Detroit. Wir machen wieder einen Marsch. Oh mein Gott. Ich habe echt Angst, dass sie uns töten. Es ist schon beeindruckend, aber ich habe halt auch Angst. Ich hab Angst. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Wir schieben euch sofort. Oder wir eröffnen ein Feuer. Bereit, an. Friedlich. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Ruhig. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Oh, es ist so heftig. Oh mein Gott. Gott, wir tun doch nichts. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Ja, das tun sie. Gott. An alle Teams, nicht ziehen. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können.